Schere. Und willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So, wieso mit der Alten da sprechen? Mit der Damades, machen wir mal. Hi. Der hat irgendein krasses Bist Problem. Du hier, um uns zu helfen, Söldnerin? Du siehst nicht aus wie eine Spionin des Hökers. Richtig. Ich bin eher gerade heraus. Gibt es hier ein Problem mit dem Höker, Damales? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Er war vorher ein netter Mann, aber jetzt ist er böse. Oh, böse ist er jetzt. Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Ärgerlich. Jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Er ist anders. Er scheint dich zu ängstigen. Er fragt mich Dinge, auf die ich keine Antwort weiß. Über Drachmen, wo wir unser Geld lagern, worin Anthusa investiert. Als wären wir Athena-Aristokraten. Könnte Anthusa eingreifen? Ich bin nicht naiv. Wenn ich die anderen informiere, wird er sich die als nächstes vornehmen. Tut er vielleicht ohnehin. Klingt, als wolle er antworten. Wie war er denn vorher? Besessen, aber nie bedrohlich. Er fiel im Symposium nie auf, bis er die Drachmen für sich arbeiten ließ. Irgendetwas gab ihm das nötige Selbstbewusstsein. Ich finde heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt, ist er in seinem Haus. Ich will, dass das endlich ein Ende hat. In Anwesenheit meines Speers entdecken die Menschen ihre Liebe zur Wahrheit. Ich spreche mit ihm. Also als Alexius wäre das irgendwie ein bisschen... So, wir werden jetzt mal gucken, wo müssen wir denn hin, um das zu machen? Wo ist das? So, da. Das heißt, Schnellreise hier, was ist das? Ach, lol, guck mal, das hier unten, das ist so geil. Ja, easy peasy, Junge. Das ist auch schön, weil das ist seine nächste Hauptmission. Und da haben wir Midas, den werden wir dann natürlich auch ausschalten. So, wir machen jetzt erstmal eine Schnellreise hier hin, wo ich ja eigentlich nicht hin darf. Und werden mal mit dem Burschen sprechen, was er sich überhaupt, hier, weiß Bescheid. Weil er sich da einfallen hat lassen tun. Geht ja gar nicht. Hauen wir den mal ein bisschen auf die Finger. Danach verfolgen wir einfach das Boot. Ist kein Problem. Leonidas, mit seinen 300 Spartiaten an den Thermopylen kämpfte, war das beste Beispiel für den Heldenmut und die Opferbereitschaft, die es damals gab, und deswegen ist er gestorben. So. War ein kleines geschichtliches Gedöns da, ne? Weiß Bescheid. So. Springen wir runter. Hopp. Wo ist denn hin? Da. In this direction, please. Korinth. Ach, Korinth steht unter spartanischer Herrschaft. Ja gut, dann brauche ich ja gar nichts ändern hier. Geil. Geil, geil, geil. Obwohl mich das mittlerweile auch nicht mehr juckt. Hui. Weg da. Oh, ich hätte das Pferd nehmen sollen, ne? Scheiße. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Sorry, Bro. War nicht so gemeint, ne? Wie komme ich denn in dieses Dreckshaus rein, Alter? Die Frage ist, muss ich da überhaupt rein? Wahrscheinlich nicht. Ich kann ja auch hier lang laufen. Dup, dup, dubi, dubi, dup. Dubi, dup, dup, dubi, di, du. Na, 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 na. Ich bin's. Was macht die denn hier? Du hast mich gefunden. Psst. Was machst du hier? Ich habe gehört, wie Damales von ihrem verrückten Freier sprach und wollte helfen. Schön. Aber du machst, was ich sage. Keine Spielchen. Das weiß ich doch, weil du mich niemals Spaß haben lässt. Ich spreche mit Damales Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Schieß los. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes. Wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphöbe. Nicht schlecht, hä?
Legen wir los. Hör genau zu. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leiser sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf direkt aus dem Haus. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. Gut. Lenken wir ihn mal ab. Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du bist bei Feas Schweinehof verabredet und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch, ganz falsch. Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit. Doch. Ne? Die Numenis wird sauer sein, wenn ich dich heute Abend nicht zu ihm lasse. Was? Was willst du? Ich weiß von Damalis. Und als ihr Freier, meinst du wohl, sie schuldet dir etwas? Ich liebe sie. Weißt du? Von ganzem Herzen. Und trotzdem bedroht ihr sie. Lieber ich als ein anderer rücksichtsloser Mann. Entweder ich verletze Damalis oder ich bin tot. Das ist keine Liebe, sondern Schwäche. Du sagst das, als würde ich es nicht wissen. Er weiß das auch. Darum zwingt er mich dazu. Wer zwingt dich? Sag Damalis, ich höre auf. Es tut mir leid. Gut. Schere, alter Mann. Ach, Schere heißt sowohl Hallo und auf Wiedersehen? Okay, das ist krass. Wissen wir das jetzt auch? Dann kann ich einfach Schere sagen. Läuft, ey. Richtig nice. Mal sehen, was wir hier haben. Was das wohl zu bedeuten hat. Was ist das? Ein Münzbeutel? Seine Sachen sind nicht besonders schön. Er ist reich. Warum hat er so viel Müll? Vermutlich hat man ihn gerade erst bezahlt. Ich sah, wie dieser Schürhaken benutzt wurde. Er hatte gar keine Feuerstelle. Was wollte er damit? Er wird nicht für Feuer genutzt, sondern als Waffe für die Folter. Ich sah, wie ein riesiger Mann ihn in Fokus einsetzte. Groß wie der Höker? Es war der Höker. Hä? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie ein riesiger Mann das einsetzte. Groß wie der Höker, es war der Höker. Woher weiß sie denn, wer der Höker ist? Das wissen wir ja auch nicht. Ach, das ist doch Blödsinn. Was steht denn in dem Brief? Unverständlich. Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damalis zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht. Aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Nicht dieses Mal. Lauf zu Damalis und warte dort auf mich. Oh, bitte. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Ich komme danach sofort zu dir. Na gut. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe ein Schwert für dich. Aus seinem Haus. Hey, du bist eine gute Diebin. Wo sollte er Damalis hinbringen? Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Schauen wir mal. Das ist doch bestimmt das Abgesperrte hier, ne? Oder? Ja, safe. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Das muss das Haus sein, das der Söldner beschäftigt. Oh, ist dein Ernst jetzt, Alter? Ist das dumm? Turn around, my friend. Turn around.
Nice. Ist das Blut? Kann sein. Soll ich sie jetzt alle töten? Was? Wait. Ich kann da rein, oder? Aber dann sehen die das ja. Das ist ja doof. Schnell mal reinhuschen. So. Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Was ist denn hier? Stehlen. So, dankeschön. Ah, das machen wir gleich. Was ist das denn? Das sind Boobies. Ketten? Öl? Hoffentlich ist das nicht das, was ich denke. Doch, Ketten und Öl. Verdammt. Was ist das? Erwischt! Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du denn hier? Ich wollte helfen. Gib sie her. Hilfe! Lauf! Keinen Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verrotten. Wie prüde. Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank. Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Ich bring dich um. Bei dem... Nee, ihr bleibt mal schön draußen. Okay. Scheiße. Ach, der ist schon tot. Ja, läuft. Soll ich, glaube ich, erstmal den ausschalten und dann kommen die nächsten. Nein, du brennst, das ist keine Scheiße. Alter. Hier, vielleicht auch, du Penner. Frechheit. Ausgewichen. So, jetzt du und ich. Ach, das ist noch im Dingsbums. Cooldown war das noch. Alter, was ist denn los mit euch? Oh Gott, es brennt. Okay, jetzt aber auch nichts für. Der hat mich ja angegriffen, der Trottel. Hätte er auch lassen können. Ne? So. Ja, gut, ne? Jetzt sind irgendwie alle tot. Naja. Machst du halt nichts. So. Ich bin mal weg. Tschüss. War total nett mit euch. Muss ich ja schon sagen. Ja. Werde ich meinen Lebtag wohl nicht vergessen. Was ist denn los? Mein Gott, der ist denn am Arsch der Welt. Das ist ziemlich juckt, ey.
So, ich glaube, dann bin ich dann aber mit der Quest fertig, oder? Bin mir nicht so sicher, ich hoffe schon. Können wir nämlich die nächste machen. Es dauert immer so lange, diese Lade. Sandra, das deine unglaublich. Kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen. Tut mir leid, Cassandra. Das nächste Mal hörst du gefälligst auf mich. Mach ich. Ich verspreche dir, es ist zu deinem Besten. Vor allem dieses Mal. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass der Höker ihn erwischt hat. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will. Er wird dich in Ruhe lassen. Er gab mir sein Wort. Es scheint, als könnten wir dir wirklich vertrauen, oder? Wir lassen uns nicht alle so leicht erpressen. Ja. So, gut, damit habe ich das nämlich abgeschlossen. Aber hier gibt es ja noch eine Quest, und zwar Folge dem Boot. Und die ist sogar hier in der Nähe, deswegen machen wir die jetzt auch. Wenn die Folge ein bisschen länger wird. Hey, so, ich habe drei habe ich. Nice. Exquisit. Cleo. Mann, schrei nicht rum. Cleo kommt besser bald zurück. Hm? Warum die Götter belästigen, wenn du ihre Gesandte zu Diensten hast? Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche? Anthusa hat mir davon erzählt. Cleo, eines unserer Mädchen ist nicht zum Morgengebet erschienen. Sie war auch nicht zu Hause. Ich würde selbst nachforschen, aber ich weiß nicht, was ich alleine erreichen kann. Vielleicht wurde sie entführt. Ich habe mich umgehört. Einer unserer Freier sah, wie Cleo auf ein Schiff gebracht wurde. Die Männer waren bewaffnet, er konnte nichts tun. Ich würde gut bezahlen, um sie wiederzubekommen. Ganz ehrlich, ich glaube, die spielt Pokémon Go oder so. Bewaffnet? Bring mich zu dem Schiff. Wir holen Cleo zurück. So, jetzt rennen wir ein bisschen hier. Mir nach! Wer glaubst du, hat sie entführt? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Männer des Hökers eine von uns vornehmen. Los. Ich nehme mal mein eigenes Pferd, ne? Ich hoffe, das folgt jetzt auch ihr, weil ich weiß nicht, ja doch, muss es ja. Voll drüber gelatscht, ey. Kannst du mal vielleicht so einen Zahn zulegen, das wäre mega. Alter, ist das, ey, top. Jetzt komme ich zum Hafen, danach kann ich den Hafen, also das Gebäude, also, nice. Kann ich nämlich das Ding da niederbrennen? Und dann haben wir schon alle Aufgaben quasi erfüllt für die Gute. Sehr gut, sehr gut. Ja, gut, wenn die nicht aus dem Weg gehen, kann ich auch nichts dafür, oder? Alter, voll die hakeligen Bewegungen. Das ist ein sehr militärisch geprägtes Pferd, glaube ich. Korinth mag einen schlechten Ruf haben, aber das war nicht immer so. Früher waren wir sicher. Mhm. Dann kam der Höker. Wir wissen nicht, warum er herkam, aber Korinth geht es schlechter seit dem Krieg. Oh, lass mich vermuten. Ach nee, das ist mein Schiff. Alter. Das meine ich, warum geht die zu den. Also. Ich laufe immer hinterher. Wo ist die denn jetzt? Auf dem da. Nee, das ist das meins? Kann sein. Da! Das ist das Schiff, das der Freier sah. Bitte, bring sie sicher zurück. Okay. Also nicht angreifen, nur ranfahren, raufspringen, alle töten. Läuft, mach ich. So, los geht's.
Ich weiß ja nicht, ob die auch stehen bleiben irgendwann, weil sonst wird das schwierig, darauf zu kommen, ne? Mann, ich bin noch gar nicht mehr im Hafen. Komm, mach hin. Da wird es auch ein bisschen schwierig, glaube ich, da ranzukommen, weil die sind schon relativ weit weg. Ach, wobei, ich komme da relativ gut ran. Okay. Ist egal, haut voll dagegen. Okay. Also ich darf das natürlich nicht zerstören. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich mich ducke. Ist aber auch gleich kaputt. Okay, jetzt darf ich nicht mehr weiterschießen. Der Feind ist schussbereit. Ich muss irgendwie... Ja, chill mal kurz. Ich muss irgendwie neben die kommen. Alter, dreht euch da nicht mal mit. Ich muss auf das Schiff rauf. So, wir entern das Ding. Lass mich. Dann erinnert die zwei Bongo-Sticks, ey. So, hauen wir erstmal alle weg hier, ja? Also, der Anführer, der ist natürlich schwierig zu töten, aber das kriegen wir hin. Kicken den erstmal vom Schiff. Ah, oh, ich habe keine Pfeile mehr. Warum nicht? So. Der lebt zwar noch, aber ist egal. Bleib weg. Ich bin hier, um dich zu retten. Mich retten? Du hast mein Schiff versenkt, Piratin. Ich? Eine Verbrecherin? Das trifft mich. Was soll das denn heißen? Söldnerin, bitte. Wir wollten nach Mykonos, wo es sicher ist. Wenn du mich dorthin bringst, zahle ich dir, was ich der Besatzung gezahlt hätte. Antusa wird sich um dich kümmern. Du musst zurück nach Korinth. Deine Heimat. Dann nimm mich gegen meinen Willen mit. Ich wehre mich nicht. Dann ist es aber nicht gegen ihren Willen. Dann will sie es ja. So. Los geht's. Macht schneller! Moderat! Los! Haltet das Tempo! Ein Wal! Wir machen sie schnell, wir können! So. Na gut, wir haben sie auf jeden Fall gefunden. Das ist schon mal eine gute Sache. Wir hätten sie jetzt natürlich auch wegbringen können, aber ist mir egal. Ja. Ne? Dann liefern wir sie ab. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann müssen wir noch eine Sache erledigen, und zwar das Gebäude niederbrennen. Und dann hilft sie uns, hoffe ich, Informationen zu bekommen. Ach so. Geil. Direkt mit einer Sequenz. Das ist ja nice. Dauert jetzt eine Weile, weil die müssen ja erst anlegen, vertauen. Cleo! Und so. Oh, haben sie dich verletzt? Ich habe zur Tüche für deine sichere Rückkehr gebetet. Keine Sorge, es geht mir gut. Du solltest lieber keinen einzigen Kratzer haben. Ich versprach dieser Söldnerin einen Monatslohn für deine Rückkehr. Das hast du? Natürlich! Du bist doch meine Schwester!
Ich bin so dankbar, dass Cleo zurück ist. Bitte, nimm dies für deine Mühen. Viel Glück für euch beide. So. Folge dem Boot abgeschlossen und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angelangt. Denn das nächste, was wir machen werden, ist, warte. Das hier. Ja. Setze sämtliche Waren im Lagerhaus des Zögers in Brand. Das kriegen wir hin. Sollte nicht das Problem sein. Das machen wir in der nächsten Folge. Also Schere, bis zum nächsten Mal. Haut rein.